Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Erstmals in der Vereinsgeschichte ist der Hallesche FC zu Gast beim FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Und für die Lautra und Sascha Hildmann gilt erstmal wieder Aufbauarbeit nach dem 0:2 gegen Münster in der Vorwoche. Thorsten Siegner und der Hallesche FC, die schwimmen momentan auf einer Euphoriewelle. Als Tabellendritter reisen sie nach Kaiserslautern. Halle in den dunklen Trikots, direkt mal mit einer Riesenchance über Matthias Fetsch. Vierte Spielminute über den Mann, der gerade unter der Woche seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat. Lautern tat sich spielerisch extrem schwer in Halbzeit 1. Eine große Chance gab es über eine Standardmöglichkeit und die kam mehr vom Gegner als vom eigenen Mann. Eino und Matthias Fetsch sind da im Luftkampf unterwegs und der Hallenser köpft den Ball mit dem Hinterkopf an den eigenen Pfosten. In der Folge in Halbzeit 1 wieder Halle nach vorne unterwegs. Knappe halbe Stunde gespielt und das bringt Bentley Baxter Bahn auf den Zettel. Was für eine Harpune von gut 12 Metern. Der junge Lennart Krill kann gerade noch so entschärfen. Eigentlich hätte sich Halle in Halbzeit 1 mit einem Tor belohnen müssen. So blieb es aber beim 0:0 zur Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang dann mehr Mut beim FCK. Knapp 10 Minuten gespielt im Durchgang 2. Löhmannsröben auf die Brust von Björn Jopek. Oder war es doch eher die Hand? Schwer zu sehen aus dieser Perspektive. Auf jeden Fall kleiner erster Aufreger in Halbzeit 2. Lautern schüttelte sich dann mehr und mehr die Angst aus den Knochen. Das ist Timmy Thiele. 2 Treffer in den letzten 3 Spielen. Alleine unterwegs aufs Tor. Aber der gute und reflexstarke Eisele kann gerade noch so parieren. Auch die Abwehrarbeit nicht schlecht vom Abwehrchef Haier bei Halle. Gerade noch so legal mit dem Körper geackert. Halle in Halbzeit 2 längst nicht mehr so aktiv wie noch im ersten Durchgang. Einer der Youngsters kam auf den Plan, Julian Guttau mit einer Chance. Es blieb aber letzten Endes beim 0:0, weil Halle im zweiten Durchgang nicht mehr so viel Power hatte und Lautern nicht überzeugen konnte. Nicht, weil wir würden schon ganz gerne gewinnen, gerade die Heimspiele, egal gegen wen. Und wir müssen den Punkt jetzt auch mitnehmen. Feststeht, dass ich jetzt enttäuscht bin, das muss ich echt sagen, weil ich glaube, heute waren extrem große Räume da, um eben hier das Spiel zu gewinnen. Es war die Möglichkeit da. Und ich glaube, so einfach auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern zu gewinnen, wird es halt nicht mehr. Ja, und die Erwartungshaltung, die meine Jungs haben an sich selbst, zu sagen, wir wollen lange da oben dabei bleiben, wir wollen gerne im Wörtchen mitreden, dafür ist es dann zu wenig. Da fehlt dann die letzte Gier, der letzte Wille. Und das macht mich dann schon ein bisschen sauer heute. Hoppla, in Halle steigen sie. Die Ansprüche trotz allem war es schon der 23. Auswärtspunkt für den HFC.